Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Demon's Souls. In der letzten Episode hatten wir Garl Vinland getötet. Und für diese Episode werden wir jetzt sein Siegel gegen... Das müsste bei den Schlüsseln dabei sein. Aber die kann ich nicht ablegen, weil Schlüssel-Items muss man bei sich behalten. Die haben aber auch kein Gewicht, von daher hat das keinen Nachteil. Aber das hat, nachdem hatte Selene Vinland gesucht. Jetzt müssen wir erstmal noch schnell aufleveln, und zwar die 30. Willenskraft. Damit ist unsere Willenskraft fertig. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke, als nächstes werden wir uns um die Beweglichkeit kümmern. Denn wenn wir die auf 30 ballern, mal abgesehen von sanfterer Landung, was mich jetzt nicht großartig interessiert, verbessert das auch nochmal den Schaden unserer Waffe ausgiebig. Und ansonsten haben wir eigentlich statsmäßig alles, was wir haben wollen. Ich meine, theoretisch könnte ich die Beweglichkeit auch so lassen, wie sie ist. Die Stärke übrigens bleibt so, wie sie ist, weil 26, die Hälfte davon sind 19. Nee, ich muss auf 27 bringen. Dann ist 13 die Hälfte, nicht 19. Ich müsste sie auf 27 bringen, das werde ich dann auch bald mal machen, denn 27 ist genau der richtige Schnittpunkt für Stärke, denn die Hälfte davon, wenn ihr die Waffe zweihändig führt, bekommt ihr 50% von eurer Stärke als Bonus gut gerechnet. Darum kann ich zum Beispiel auch eine Waffe, die 36 Stärke erfordert, zweihändig ohne Probleme führen. Mit 27 Stärke erhaltet ihr 40 Stärke, wenn ihr eine Waffe zweihändig führt. Und 40 Stärke ist eigentlich so der Punkt in den Souls Games, wo eine Waffe nicht mehr sehr viel Stärke-Bonus-Damage dazu bekommt. Weil ihr so eine Art Softcap erreicht habt, so wird das genannt. Das heißt, eure Waffen werden nicht mehr allzu viel stärker. In Demon's Souls ist das Softcap allgemein eigentlich eher auf 30 gesetzt. Also von 30 an ist schon der Bonus nicht mehr allzu böse. Darum habe ich mich für Beweglichkeit und Willenskraft auf 30 entschieden. Ich gehe aber auf die 27 Stärke. Denn wenn wir die Waffe dann zweihändig führen, haben wir halt noch diesen 10 Schadenbonus und haben 3 Punkte in Stärke sogar gespart. Also ist das eigentlich eine allgemeine Win-Win-Situation. Theoretisch könnte man auch auf 30 Stärke gehen, um dann auch das Maximale an Schaden für einhändig oder das Optimale an Schaden einhändig rauszuholen. Aber diese 3 Punkte sind nicht mehr so wahnsinnig großer Unterschied, dass man sagen könnte, es lohnt sich wirklich. Dementsprechend 27 ist die Stärke, die wir erreichen wollen. Jetzt müssen wir nochmal zu Selene Vinland hinlaufen. Für die Leute, die noch nicht kapiert haben, die es noch nicht verstanden haben, was ich gerade vorhabe. Und ich frage mich immer noch, was hier genau gerade stirbt, dass ich hier so Seelen nebenbei bekomme. Und ich bin zu weit rechts, zu weit links gegangen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder zu Selene Vinland. Jetzt muss ich mich hier nochmal durchschleichen. Ein letztes Mal, dann sind wir nämlich hier komplett fertig und müssen hier nie wieder rein. Zumindest nicht für diesen Spieldurchlauf. Und wahrscheinlich, möglicherweise sogar das letzte Mal für mich allgemein. Denn ich muss ehrlich sagen, Demon's Souls, ich liebe dieses Spiel. Aber ich habe es mittlerweile so oft durchgespielt, dass ich nicht mehr weiß, ob ich es nochmal spielen würde. Zumindest mal die nächsten Monate werde ich es wahrscheinlich nicht mehr anfassen, nachdem ich jetzt hier fertig bin. Wenn wir jetzt mit Selene hier reden, ich heile mich doch mal bevor. Ist besser, wenn ich das hier mache. Ich weiß nicht, wie lange das Gespräch mit ihr ist, aber auf jeden Fall hat sie auf jeden Fall was dazu sagen, dass wir jetzt gerade eben ihren Bruder getötet haben. This crest, that is a Vinland heirloom meant for my younger brother. Ja. So, my brother and Astraea have both strayed from the path of God. So kann man sagen, ja. Perhaps their hearts were too pure. Mbossa. Interessant. Oh, traveling warrior. Ja? I hesitate to ask, but can you part with that crest? Garl has strayed from the path of righteousness, but I wish to have the heirloom in honor of our Vinland blood. I shall reward you in kind. Ja, doch klar. Natürlich. Thank kein Problem you, damit. Kind warrior. As Garl's sister, I express my deepest thanks for your honoring of his name. Okay. Please accept this. It was intended for my brother, but now it should belong to you. May the angels gaze favorably upon you. Mbossa. Ja, Mbossa. Und wir halten den Ring des Gebets. Das ist, glaube ich, alles, was wir hier holen können. May the angels gaze. Mbossa.
Wir könnten sie theoretisch jetzt auch killen, aber das habe ich jetzt eigentlich nicht vor, weil an und für sich habe ich kein Interesse daran, die da platt zu hauen, weil ich glaube, wir kriegen nur eine Rüstung, die wir sowieso schon haben. Und damit sind wir mit dem Pure White Event und dem Tal der Schändung auch komplett fertig. Wir haben 4 von 5 Welten komplett abgeschlossen. Das heißt, es bleibt ja nicht nur noch die letzte übrig. Ist noch irgendwas, was war? Nee, das heißt, wir gehen jetzt zum Keilstein des Turmritters. Wie euch bestimmt aufgefallen ist, habe ich eigentlich die meisten Level, bevor wir weitergegangen sind und uns um alles gekümmert haben, zuerst in Pure Black gebracht, um weiterzukommen. Das möchte ich hier nicht tun, denn hier gibt es eine Stelle, wenn ihr jetzt die Welt auf Pure Black senken würdet und dann weiterspielt, gibt es eine Stelle, die sehr, sehr mies ist auf Pure Black. Und es hat keine Nachteile, wenn wir es so machen, wie wir es jetzt gerade machen. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch denken, ihr habt, dass die Berechnung, die ich eigentlich immer verwendet habe, irgendwie nicht so richtig geklappt hat, weil ich hatte eigentlich immer 2 Bosse übrig. Also den vorletzten und den großen Boss, bevor wir uns um das Pure Black oder Pure White Event gekümmert haben. Hier, diese Welt hier ist die große Ausnahme, denn Boletaria hat statt 3, 4 Bosse. Das heißt, von der Berechnung her, es funktioniert genauso. Wir haben jetzt hier noch 2 Bosse. Ich werde mich jetzt hier so halb durch das Level morden. Danach bringen wir es auf Pure Black, dann machen wir das Pure Black Event, dann töten wir den ersten Boss hier, um die Welt auf Pure White zu bringen, dann machen wir das Pure White Event und wenn wir mit dem Pure White Event durch sind, dann geht's an den Endboss hier und ein paar andere Sachen, die es hier noch zu tun gibt. Aber dazu gibt's später mehr, wir gehen erstmal weiter. Denn wie ihr seht, dadurch, dass wir Erzdämonen besiegt haben, hält uns der Nebel nun nicht mehr zurück und wir können tiefer in den Palast von Boletaria vordringen. Womit der Typ nicht gerechnet hat. Digga. Ja, du solltest wegrennen. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, das war der Typ, der oben auf der Mauer stand und uns ausgelacht hat, als der Turmritter angefangen hat anzugreifen. Und der hat hier die ganze Zeit, das ganze Spiel über diese 20 Stunden gewartet, dass wir endlich wiederkommen. Jetzt konnten wir endlich seinen Traum erfüllen. Wir sind nämlich wieder da. Das erste hier, denn ihr werdet merken, hier hat der Schwierigkeitsgrad ein bisschen zugenommen. Die Gegner hier sind nämlich vergleichsweise schon relativ stark, gerade im Vergleich zu den ersten beiden Boletaria-Welten. Das hat damit was zu tun, dass ihr könntet theoretisch nach dem ersten, ihr müsst eigentlich auch nur auf die Seelen gucken, die ihr hier bekommt, zunehmender Mondgras, ihr könntet theoretisch, nachdem ihr den ersten Erzdämon gekillt habt, sofort wieder hierher zurückgehen. Aber die Gegner hier werden euch wahrscheinlich den Arsch aufreißen, weil ihr einfach viel zu schwach seid dagegen. Wenn wir jetzt hier hochgehen und dieses Item hier einsammeln, was ein Sklavenschild ist, wird hier eine Falle ausgelöst. Also das heißt, das Item hier ist ein bisschen dazu gedacht, euch in eine Falle zu locken. Allerdings ist die Falle nicht schnell genug, um uns wirklich irgendwelchen Schaden zuzufügen. Diese Feuerkugeln hier machen übrigens immensen Schaden. Die eignen sich perfekt, um euch um die Welt im Pure Black zu bringen, denn ihr müsst euch hier ja die ganze Zeit umbringen lassen. Und das macht ihr am besten, indem ihr einfach in diese Feuerkugeln da unten reinrennt. Was ich jetzt machen möchte ist, vorsichtig, ich werde dem Typen da einen Pfeil verpassen. Das tut dem nichts. Ihr seht, kein Schaden. Es macht schon Schaden, aber er nimmt keinen Schaden an sich. Das heißt, ich muss den Clown hier abschießen. Dafür muss ich ihn auch treffen. Denn wenn ihr dem zu nahe kommt oder ihm eben via Fernkampf Schaden zufügt, dann löst ihr eine Cutscene aus. Also das heißt, das ist geskriptet, das Event. Dementsprechend konnte ich jetzt den anderen auch nicht killen. Wow. Das ist brutal. Das fand ich jetzt echt nicht nett. Der arme Typ. Das Problem an der Sache ist nämlich hier, wenn wir hier hochrennen, und ist hier direkt ein Crystal Lizard. Und der ist ziemlich gemein eigentlich, denn wenn ihr die Gegner hier anstürmt, dann
wird euch dieser wahrscheinlich eher entkommen. Und der hat das Tor hier zugemacht, aber zumindest kriegen wir eine Chimäraugenstein. Wir können jetzt hier leider nicht nach. Der macht uns nämlich das Tor auch nicht wieder auf. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Und das tun wir jetzt auch. Wenn wir nämlich hier zurückgehen, und hier, dann kicken die eine Tür auf. Und das erlaubt es uns, weiterzugehen. Und damit können wir die hier alle schön wegklatschen. Ha, hallo. Das war eigentlich nicht gedacht, dass das hätte so ausgehen sollen. Das hätte so ausgehen sollen, das hat gepasst. Und wenn wir jetzt hier nach unten gehen, erwartet uns hier ein neuer Gegnertyp. Nur nicht hier, sondern dann da. Und zwar der Assassine. Diese Assassinen hier sind eigentlich auch nicht wirklich sehr gefährlich, können euch aber mit langen und gefährlichen Kombos dann doch ziemlich gut zusetzen, wenn ihr nicht vorsichtig seid und ihr nicht so total overpowered seid wie ich. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Denn hier gibt es ein Item. Von Muckers. Schöne Sache. Dann gehen wir hier weiter runter, denn hier unten, wenn wir jetzt mal hier durchgehen, hier war der Assassine, also damit ihr wisst, wo wir ungefähr sind, einfach nur damit ihr euch hier orientieren könnt. Gehen wir hier lang. Heldenseele. Ich weiß gar nicht, ob auf der Leiter da was ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie die Leitergeschwindigkeit deutlich verbessert hatten in den neueren Souls Games. Vergiss es. Erstmal dem da einen Pfeil verpassen und dann verpassen wir dem da noch einen Pfeil. Den könntet ihr sehr einfach übersehen, wenn ihr es nicht wisst, dass der da steht. Dann gehen wir erstmal hier runter. Und hier lang. Ich hätte hier gerne ein bisschen Platz. Das hat auch einen Grund, weswegen ich gerne ein bisschen Platz hätte. Denn ihr seht schon, da ist eine Feuerkugel. Wenn wir jetzt dem da einen Headshot verpassen, müsste der eigentlich die Feuerkugel runterlassen. Dazu müssen wir natürlich auch treffen. Jo, wie ihr seht, Feuerkugel. Da kommt sie. Ich frage mich, wie diese Feuerkugeln am Brennen bleiben, aber soll mich jetzt nicht allzu sehr verwundern. Gehen wir erstmal den da. Vorsicht hier, in den Gängen. Assassine. Den könntet ihr theoretisch auch über die Feuerkugel killen. Ah, da ist sogar noch einer. Assassin's Creed hier. Keine Herausforderung für Demon's Souls. Ihr seht schon, da wisst ihr mal. Hier, ein Spiel gegen das andere und wer gewinnt? Demon's Souls. Denn Demon's Souls hat das dicke Hammerschwert. Da kann Assassin's Creed nicht mithalten. Sorry. So schnell kann es gehen. Hier halten wir ein Sklavenschild. Und ich sollte vielleicht mal langsam mein Zweitleben casten. Für irgendwas kann ich's, ja? Ihr seht zwar eigentlich die meiste Zeit, ich zauber den Zweitleben-Zauber, aber ich hatte ihn eigentlich bisher noch nie wirklich gebraucht, wenn ich ihn gecastet habe. Ich habe den eigentlich gerne nur sicherheitshalber dabei. Ich kriege ihn aber auch. Jetzt würde ich gerne dem da einen Scheitel ziehen. Hier müsste noch so ein Bogenschütze stehen. Dem schießen wir auch gleich einen. Oh, der hat sich mal überlebt, das war gut. Das heißt, jetzt können wir nämlich hier erstmal dem da einen neuen Scheitel. Oh, der ist runtergefallen. Was fällst du runter? Geht's dir noch gut? Wo die alle? Die haben alle was vor, die wollen alle wegrennen. An sich habe ich die beiden nur angeschossen, damit die hier dem Clown ein bisschen im Weg stehen. Damit ich besser auf ihn schießen kann. Ja, das war wahrscheinlich zu niedrig. Komm schon, Clown, du bist jetzt dann gleich tot. Clowny, bleib stehen. Wunderbar, Clown ist tot. Merkt euch das Item für später, das ist wichtig. Der da hat jetzt auch ein Problem weniger. Übrigens schöner Tellerhut, den du da trägst, mein Freund. Jetzt trägst du keinen Tellerhut mehr. Tellerhut-Freund ist tot.
Und sehr vorsichtig hier an der Stelle, denn wenn ihr hier guckt... Rotauge. Hallo Rotauge, wie geht es dir? Ach komm, scheiße, meine Reichweite war nicht groß genug. Machen wir das nochmal. Dieses Mal richtig. So einfach kann das sein. Dafür gibt es ein bisschen Vollmondgras. Der da kriegt auch ein paar übergebraten. Und hehe. Gut, dass ich mein Schild hatte. Denn ohne mein Schild hätte ich jetzt hier wahrscheinlich eine gefangen. Und hier drin in dem Haus, wenn sie das hier kaputt haut. Falsche Richtung. Können wir hier hochgehen. Denn hier oben ist unser alter Freund, der Händler. Ah, we meet again. Hope you're fine. Wie geht es dir denn? Was hast du denn Schönes im Angebot? Haufenweise gutes Gras, vor allem das Vollmondgras ist sehr gut. Was der gute Herr noch verkauft, sind Ritterwaffen, und zwar das Ritterschwert, die runde Axt und den Ritterschild. Das Ritterschwert ist relativ gut, ihr seht auch 20.000 Seelen. Der Schild ist mindestens genauso gut. Aber um die Sachen sollten wir uns erstmal keine Gedanken machen, denn die bekommen wir später noch. Die Rundachs ist, glaube ich, aber einzigartig bei ihm. Das Klemmer hat er vorher schon verkauft. Er verkauft auch die schweren Bolzen, falls ihr euch nicht dazu entschieden habt, mit einem Bogen zu arbeiten, sondern mit einer Armbrust. Und Patches verkauft, soweit ich weiß, nur Pfeile. Die schweren Bolzen bekommt er von ihm. Ansonsten hat er noch das Plattenrüstungszeug, aber ansonsten ist es eigentlich relativ uninteressant. Was der gute Herr aber hier hat, ist ein Großschwert. Und zwar das Großschwert oder... besser bekannt als der Zweihänder, ist ja eine super Waffe hier. Viele Leute mögen das Ding sehr, sehr gerne. Ich mag es eigentlich hier auch halbwegs. Das ist eine, das ist dasselbe Moveset, soweit ich, ja, hat dasselbe Moveset wie der Drachenknochenzerschmetterer, nur ist das Ding halt wesentlich leichter. Mit 10 ist es so schwer wie meine Fleischhacke. Aber das ist halt ein Schwert und meine Fleischhacke hat einen Hammer. Und das Hammer-Moveset ist deutlich besser als die Fleischerhacke. Dementsprechend bleiben wir bei meiner Fleischerhacke. So, wie oft habe ich Fleischerhacke gesagt? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn wir hier durchgehen und ein bisschen vorsichtig sind, denn ihr seht schon, hier kommt ein weiterer von diesen Rittern. Und der hat einen Zweihänder. Und der kann ziemlich böse sein, wenn ihr den nicht sofort niederstreckt und umhaut. Aber ihr seht schon, in dieser Welt bekommen wir haufenweise Vollmondgras. Und das ist auch sehr gut hier, denn es ist eigentlich so das einzige, ihr braucht es halt auf jeden Fall deutlich, für deutlich später. Also von daher habt hoffentlich genug Vollmondgras dabei. Was wir jetzt tun werden, ist erstmal den beiden neuen Scheitel zu ziehen. Darum mag ich dieses Schwert. Ihr seht schon, konnten wir gut erledigen. Dann ziehen wir dem da einen neuen Scheitel. Das waren hier alle. Dann gehen wir nämlich erstmal hier hoch. Und ziehen Assassin's Creed hier einen neuen Scheitel. Tschüss Assassin's Creed. Tschüss Rittermann. Hier gibt's ein bisschen Gras. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, denn ihr hört es schon brennen. Da oben ist eine Kugel. Wir laufen hier hoch und springen dann hier runter. Das müsste die Kugel ausgelöst haben, ja. Denn hier hinten, ich hatte mich mal hier hinten in der Ecke versteckt. Das trifft euch dann und ihr seid tot. Keine gute Taktik. Stattdessen besser so. Ihr seht schon, die Angriffsanimationen der Gegner hier sind alle so langsam. Wir können die killen, bevor die uns irgendwie was großartig antun können. Und da hinten seht ihr die Nebelwand. Da hinten geht es nämlich weiter. Damit ist auch der hier getötet. Heldenseele. Vollmondgras. Boah. Und auch dem da ziehen wir mal schnell einen neuen Scheitel. Schwere Bolzen. Auch noch in der großen Menge. Jetzt gibt es hier noch eine Sache zu tun, denn ihr seht schon da unten. Das müsste hier sein. Da unten müsste. Ja, da unten müsste der Typ sein, der. Mit dem Schlüssel. Ja, genau, wegen dem Tor. Jetzt möchte ich aber erstmal hier runter. Oh, scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Mist, ich hätte da drüben runter müssen. Das könnte ich jetzt sogar nicht überleben. Ja, scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht.
ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin auf der falschen Seite runtergesprungen. Scheiße. Jetzt muss ich mich hier nochmal durchkämpfen. Aber ich glaube, ich werde euch das ersparen. Wir sehen uns gleich wieder oben auf der Brücke. So, damit sind wir wieder hier oben. Und das Spiel war sehr gnädig zu mir, denn das hat mir die Seelen hier oben hingepackt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die da unten liegen. Denn wie ihr gesehen habt, diesen Fall hatte ich nicht überlebt. Eigentlich wollte ich nämlich hier runter. Ich finde es sehr, sehr trollig, dass sie es einem erlauben, hier runter zu springen, wenn man den Fall von oben nach unten nicht überlebt. Hier hatten wir nämlich das Durchdringerschwert. Das macht später mehr, was das Durchdringerschwert ist, wird das Spiel euch später erklären, aber hier den Fall überleben wir tatsächlich sogar. Jetzt müssen wir da nochmal rundum laufen, denn ansonsten wird das hier nichts. Ich habe hier nicht alles gekillt. Ich habe hier zum Beispiel Assassin's Creed Links am Leben gelassen. Der uns nie wirklich was tun kann oder nie zu uns kommt. Können wir hier nämlich einfach abhauen. Ich glaube, er sieht uns gar nicht. Ne, er kommt gar nicht zu uns. Wegen der Feuerkugel, die hier steht, wenn ihr hier am Ende rollt, dann werdet ihr eigentlich nie davon getroffen. Ich weiß, dass die euch Schaden zufügt, wenn ihr drauf lauft, also passt auf mit denen. Hier rechts den Ritter habe ich auch nicht getötet. Der bleibt nämlich eh in seinem Haus drin, wenn ihr dem nichts tut. Und wir gehen jetzt wieder zurück auf die andere Seite. Ja, normalerweise würde ich auch diese Rückwege und weil mit Kämpfen und so weiter, normalerweise würde ich das nicht rausschneiden, aber in diesem Part hier, der Tod war einfach nicht geplant und ich hatte eigentlich geplant, was anderes zu machen. Also noch mehr im Level zu zeigen und mit dem extra Laufweg zurückzukommen an die Stelle, wo ich gerade eben war, wäre der Part wahrscheinlich etwas zu lang geworden oder halt zumindest länger als das, was ich eigentlich vorhatte. Dementsprechend habe ich es jetzt einfach mal rausgeschnitten. Ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm, denn an und für sich habe ich euch gezeigt, wie ihr dahin kommt beim ersten Mal durchgehen und ich habe beim zweiten Mal eigentlich nicht großartig was anderes gemacht. Ihr seht jetzt hier tonnenweise Items und ein paar Gegner. Die werde ich jetzt auch erstmal versuchen, so schnell wie möglich hier alles auszuschalten. Die Bogenschützen hier mögen es überhaupt nicht, wenn man ihnen in den Kopf schießt. Die sind nämlich alle One-Shot. Wie sieht es bei denen da unten aus? Weil ich muss auch gucken, dass ich da unten ein bisschen aufräume. Das seht ihr nämlich gleich, dass deswegen ich das möchte. Ich könnte eigentlich auch ein bisschen weiter runter gehen, was ich wahrscheinlich auch tun werde. Denn es hat einen Grund, warum ich hier zumindest so viele wie möglich von den Gegnern auch wirklich weghaben will. Erstmal den hier. Du kriegst auf jeden Fall... Gute Schilder habt ihr hier, wenn ihr sogar von meinem Pfeilen Schaden nehmt, während ich eigentlich hier mit fast gar keinem Schaden auf euch drauf halte. Die Gegner hinten interessieren mich jetzt erstmal nicht. Es sind eigentlich nur so eine Handvoll Gegner, die ich gerne los wäre, wie zum Beispiel auch die beiden hier. Schön, dass die keinen Schild tragen. Und so. Das macht alles gleich Sinn, warum ich hier ein paar Gegner loswerden möchte. Ist hier unten noch was? Nein. Ihr könntet hier theoretisch auch über die Reling springen, möchte ich aber nicht. Ich habe was anderes vor. Wie gesagt, da hinten ist der Bossnebel. Der interessiert uns jetzt aber fürs Erste eigentlich auch nicht. Da kümmern wir uns später drum. Wahrscheinlich im nächsten Part. Erstmal hier noch ein paar Items einsammeln. Hier unten seht ihr nochmal einen Gegner. Vorsichtig mit dem. Denn soweit ich weiß, ist der nicht alleine. Genau. Seite ausweichen. Ich wusste es. Ich mag diese Rollattacke, denn damit könnt ihr eigentlich sehr gut den meisten Gegnern ausweichen und sie töten, während sie versuchen, euch anzugreifen. Ich glaube, hier ist aber sonst kein Gegner mehr. Nein, da ist nur noch der da. Und hier haben wir den Typen, den Clown hier von vorhin. Eigentlich ist das kein Clown. Die Viecher heißt ein fetter Offizier, glaube ich, oder fetter Magister. Und den... ziehen wir jetzt mit dem Bogen einen neuen Scheitel. Das hat einen Grund, warum ich dem nicht im Nahkampf begegnen möchte. Der ist jetzt tot. Du hast ausgelacht, sozusagen. Jetzt gucken wir mal nach. Dann kann ich hier drüber klettern? Nein. Jetzt muss ich wieder zurück, denn jetzt möchte ich sogar tatsächlich... War da noch was? Ne. Jetzt möchte ich sogar darunter klettern. Auch das hat alles seinen Grund, warum ich das genauso mache, wie ich das mache. Also das heißt, wenn ihr mir da folgt, wäre das gut für euch. Wir wollen hier runter, aber wir wollten erstmal nicht in die Nähe der Brücke.
Wir können jetzt hier noch das Item sammeln, weil an sich die Gegner da vorne, die tun uns nichts, die kommen uns nicht zu nahe, die interessieren uns erstmal nicht. Können wir den da einsacken? Wenn die jetzt hier keine Gegenstände gedroppt hätten, hätte ich es anders gemacht. Aber ja, an und für sich ist es egal. Ihr wollt auf jeden Fall nur den Clown töten, bevor ihr auf dieses Tor hier zulauft. Denn während wir auf das Tor hier zulaufen, Ministerkappe, sehr wichtig, behaltet die. Help! Help! Da draußen steht. Soulstar soldiers are after me. In the name of all that is sacred, please open this gate. Müssen wir mal wieder Ostrava retten, denn er wird von zwei rotäugigen Rittern und ich glaube einem anderen Gegner verfolgt. Ihr seht schon. Jetzt versuchen wir einfach selber nicht drauf zu. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so einfach geht, aber gut, wir haben gewonnen. Vollmondgras, Neumondgras. Ey, wir sind hier fertig. Super. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so einfach wird, aber gut. Wenn ich die beide mit einem Schlag wegkille, dann ist das ja super. Nochmal schnell mit Bro Strava reden. Reden. Gerettet haben wir. You saved my life. This is the third time I am truly indebted to you. This is all I have. But please accept it. Now, I must go. My father, the king, awaits me just over there. Das ist korrekt. Wir erhalten von ihm den reinen Rheinstein. Und das ist auch, das ist mal eine Bezeichnung hier. Reiner Rheinstein. Der reine Rheinstein, das ist der... Der reine Rheinstein ist der einzige seiner Art und ihr bekommt ihn nur, wenn ihr Bro Strava hier retten könnt. Mit einem Rheinstein könnt ihr eine Qualitätswaffe herstellen. Diese verbessert, diese hat gleichwertiges Scaling mit Stärke und Beweglichkeit, kann also mit sehr hohen Statuswerten extrem gut sein. Im Grunde genommen ist es eigentlich quasi wie meine Fleischerhacke hier mit SS auf Stärke und Beweglichkeit und A auf Willenskraft, also ihr seht schon, unglaubliches Scaling, also das ist echt unmenschlich gut. Aber jetzt sind wir eigentlich hier erstmal fertig. Für das Pure Black Event wolltet ihr dieses Tor da oben aufmachen. Ich kann euch auch ganz gerne erklären, wieso. Wenn ihr hier das Tor nicht geöffnet hättet und ihr seid hier im Pure Black und ihr geht hier rein, was passiert ist, während ihr hier drin seid, spawnt hier hinten und hier vorne einer dieser roten, einer dieser fetten Magister als Black Phantom. Also, die können euch ziemlich, die werden euch hier in dem Ding da ziemlich den Arsch aufreißen, denn es ist relativ schwer, damit klarzukommen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier noch mehr Gegner rumwuseln. Also, normale Gegner wuseln hier auch noch rum. Zusätzlich zu diesen beiden Black Phantoms. Also, das kann sehr, sehr, sehr schwer werden. Mit Zweitleben, es ist definitiv machbar. Vor allem, wie gesagt, mit Zweitleben. Aber warum sollen wir das herausfordern, wenn wir es auch einfach jetzt machen können? Ich würde auch sagen, ich beende die Aufnahme dann jetzt auch hier, weil wir haben eigentlich hier erstmal alles gemacht. In dem nächsten Part gibt es ein paar kleine Nebensachen, die ich noch erledigen möchte, aber hauptsächlich im Großen und Ganzen sind wir hier fertig. Das heißt, zwischen diesen beiden Parts, ich kill jetzt noch die beiden hier, weil die geben gut Halbmondgras. Einfach nur, damit ich wieder ein bisschen was Neues habe. Ja, ihr seht schon, zwei Halbmond. Du hast dich auch nochmal zwei. Oh, komm schon. Bis zum Mal, dankeschön. Und zwei Halbmond, perfekt. Gut, in der Zwischenzeit, zwischen den beiden Parts, die jetzt dann, zwischen dem Part, der jetzt gerade hochgeht, oder zwischen dem Part, den ihr jetzt gerade seht, besser gesagt, und dem nächsten Part werde ich diese Welt hier in Pure Black bringen. Wie ich euch gesagt habe, wiederbeleben und dann rennt ihr da vorne in die Feuerkugeln rein, das tötet euch relativ schnell. Und dann sind wir hier, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder hier. Oder besser gesagt, nee, wir sehen uns im Nexus, wenn hier alles auf Pure Black ist. Bis dahin, ciao Leute, euer Tredi.